Hallo, schön, dass ihr wieder da seid hier auf meinem Videokanal. Heute erfülle ich mal einen Wunsch, nämlich haben viele Zuschriften erreicht zu dem Programm 3D LUT Creator. Und deswegen schiebe ich jetzt nochmal eine Folge nach, um hier das Programm nochmal ein bisschen genauer zu erklären, noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen, euch noch was Neues vorzustellen. Und wer bis zum Schluss bleibt, der kann dann auch noch was gewinnen. So, ja, und herzlich willkommen hier nochmal zum 3D LUT Creator. Ich möchte jetzt nicht mehr auf die ganzen Basics eingehen, denn dazu gibt es schon ein Video von mir. Also einfach, wer es noch nicht kennt, da mal reinschauen und ich werde nicht alles nochmal erklären. Also, holen wir uns mal das erste Bild hier mit dem Button Image from PS, vom Photoshop. Holen wir uns mal das erste Bild rein. Das ist ein Bild aus Namibia und ich will mal so ein bisschen zeigen, ja, warum man hier oben diese unterschiedlichen Werkzeuge überhaupt braucht. Und damit dann auch gleich die Frage beantworten, welche der Editionen brauche ich? Reicht mir die Grading Edition, oder brauche ich die Standard oder brauche ich die Professional? Ganz kurz, bei der Grading Edition, da ist hier vorne dieser AB-Tab, wo wir uns jetzt hier befinden dabei und es sind die Kurven mit dabei. Bei der Standard-Edition kommt dann noch der CL-Tab dazu und hier die 2D-Kurven, die Channels. All das ist in der normalen, in der Grading-Version nicht dabei. Und in der Professional Edition, das glaube ich, braucht ihr wahrscheinlich nicht, es sei denn, ihr arbeitet professionell damit. Da gibt es dann noch Möglichkeiten des Batch-Processings, die dazukommen oder die Farben auf ein gewünschtes Target einzustellen und so weiter und so weiter. Schaut es euch mal an, auf der Homepage ist es auch gut beschrieben. So, warum brauche ich nun diese unterschiedlichen Werkzeuge? Ich mache mal hier den Analyzer zu. Analyzer ist übrigens auch ein sehr gutes Werkzeug, um sich die Farbverteilung nochmal visuell darstellen zu lassen. Ihr seht also hier, wir haben jetzt hier im Prinzip eigentlich nur zwei Farben im Bild. Das ist ein Strich. Dann habe ich hier Blautöne und diese Orange- und Gelbtöne. Aber das brauchen wir später, mache ich erstmal zu. So, hier drüben an der linken Seite sehen wir auf unserem Spinnennetz, wie sind die Farben verteilt. Wir haben, wenn ich hier in den Himmel gehe, sehen wir, okay, hier in diesem Bereich befinden sich die Farben, also nicht gesättigtes Blau. Und wenn ich hier auf die Dünen gehe, das ist dieser kleine weiße Fleck hier und der ganze Boden, der ist eher so ein Gelbton. Und unterscheidet sich zwar von dem Himmel, aber ihr seht schon, die Farben liegen relativ eng beieinander. Und das ist eine der Fragen, die aufgekommen ist, was soll ich hier einstellen, dieses Spinnennetz, wie fein unterteilt? Ganz einfach, je enger die Farben aneinander liegen, die ich beeinflussen will, umso feiner muss dieses Spinnennetz aufgeteilt sein. Das heißt, wenn ich hier jetzt mal auf 16 gehe, sehe ich schon, okay, jetzt habe ich hier die Orangetöne zum Beispiel von den Dünen, die habe ich genau hier bei diesem Reiter liegen und wenn ich jetzt eher den bewege, dann wird sich eher der Boden verändern. Und deswegen so grob wie möglich, aber so fein wie nötig, dass ich eben Farben, die ich getrennt voneinander bearbeiten möchte, auch getrennt voneinander bearbeiten kann. Und was ist dann der CL-Tab? Also gehen wir nochmal, was macht der AB-Tab? In dem AB-Tab kann ich zum einen die Sättigung gut verändern. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier hingehe, das waren ja hier unsere Dünentöne. Ich kann hier die Sättigung nach oben ziehen, dann erhöht sich die Sättigung hinten von meinen Dünen. Und ich kann natürlich auch die Farbigkeit verändern. Ich kann sie also in jede Farbe ziehen, die ihr gerne haben möchtet. Man sieht aber, es ist auch immer noch keine ganz exakte Trennung zwischen diesen beiden Farbtönen des Bodens und der Dünen möglich. Hier bei den Tab kann man es wieder zurücksetzen. Und hier geht es also vor allem um den Hue, also um den Farbton und um die Sättigung. Im CL-Tab hingegen, da kann ich leichter die Helligkeit beeinflussen und die Sättigung. Und auch hier sehe ich, okay, wenn ich jetzt hier in das Blau gehe, da befinden sich meine Farben, das ist hier mein Himmel. Wo steckt mein
meine Dünen, die stecken jetzt hier. Die stecken zum einen hier in dem Bereich der Rottöne, als auch im Bereich der Gelbtöne. Dann eine Frage, die auch kam, wozu brauche ich diese Pipette oder wozu nutzt mir das? Wenn ich jetzt eine Farbe speziell bearbeiten möchte, wie zum Beispiel jetzt das Orange der Dünen, lasse ich denn die Farbe hier durch den Endpunkt des Grids gehen? Also ich wähle mal hier die Pipette aus, klicke hier mal auf die orangen Farbtöne und dann verändern sich diese Grids. Das heißt, ich habe jetzt hier Grün und Pink sozusagen in einem Grid und ich habe ein Hellblau und ein Orange in einem Grid. Und was ist jetzt der Vorteil? Ganz einfach, ich pinne als erstes mal die neutralen Farben, dass also die Neutralität des Bildes gewahrt bleibt. Und dann kann ich mir hier anschauen, okay, der Boden, der ist hier in dem Bereich und der wird jetzt kaum mehr durch den oberen Grid beeinflusst, genauso die Dünen. Wenn ihr jetzt den oberen Grid anschaut, das X, das Kreuz, ist ziemlich genau auf der neutralen Ebene. Das heißt, die Dünenfarben werden hauptsächlich hier durch diesen Grid hier beeinflusst. Das heißt, ich kann zum einen sagen, okay, ich möchte die Sättigung hier von diesen Tönen, das ist nämlich meine Dünen, erhöhen. Und gleichzeitig möchte ich aber die Sättigung von den weniger gesättigten Farben, nämlich hier von dem Boden, möchte ich erniedrigen. Gehen wir hier nochmal runter. Das heißt, ich entsättige jetzt gerade den Lehmboden sozusagen. Auch hier kann man noch ein bisschen runterziehen und entsättigen damit den Boden. Und am Holz sieht man es auch sehr schön, dass da so also langsam die Farbigkeit rausgeht. Und damit kann ich halt dann am Gegenzug sozusagen aber die Dünen einfach noch stärker erhöhen von der Sättigung. Also hier kann ich dann, wie gesagt, eher sowas beeinflussen wie zum Beispiel die Helligkeit und aber auch die Sättigung. Ich kann nach rechts und links die Sättigung ändern und ich kann, wenn ich jetzt hier den Bereich nach unten ziehe, kann ich die Dünen etwas dunkler machen. Sollte man mal aufpassen, ich mache es mal, übertreibe mal. Ihr seht, an den Kanten entstehen dann unschöne Abrisse. Deshalb sollte man es also nicht übertreiben. So, lassen wir es mal so. Dasselbe kann ich natürlich mit dem Himmel machen. Der Himmel, der findet, wie gesagt, hier in dem Bereich statt. Hier kann ich natürlich auch sagen, okay, ich hätte den gerne etwas dunkler und vielleicht auch etwas gesättigter. Dann ziehen wir es etwas weiter nach links. Und dazu brauche ich die CL Grids. Und warum brauche ich so viele Kurven? Da gibt es die Luminanzkurve, die kennt ihr aus Photoshop. Dann gibt es eine Sat-Luma-Kurve, eine Luma-Sat-Kurve. Was bedeutet das? Die Sättigung in Abhängigkeit von der Luminanz oder die Luminanz in Abhängigkeit von der Sättigung kann man ändern. Und was ich auch machen kann, ich kann die Sättigung in Abhängigkeit von der Sättigung ändern. Was meint das? Ganz einfach, ich nehme hier, ich pinne auch hier mal kurz die Mitte. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel die weniger gesättigten Farben noch weiter entsättigen und kann sagen, die höher gesättigten Farben, die möchte ich noch stärker sättigen und kann so mir eine Kurve bauen, indem ich die weniger gesättigten Farben, in dem Fall den Lehmboden und dann das Holz, noch weiter entsättige und die gesättigteren Farben wie hier oben, da ist dann fast nichts mehr da, aber hier können wir es noch ein bisschen steiner machen, ich übertreibe jetzt bewusst mal, kann man dann hier noch stärker sättigen. Also ich kann die Luminanz und auch die Sättigung in Abhängigkeit jeweils von der Sättigung oder auch von der Luminanz verändern, was ein sehr, 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 sehr wichtiges Werkzeug ist. Gehen wir nochmal zurück zu zum AB-Grid. Ich kann hier jetzt noch hingehen und sagen, okay, meine Dünen, die waren in Wirklichkeit nicht so ganz orange, sondern die waren eher so ein bisschen rot. Dann ziehe ich einfach den Regler hier weiter nach drüben, kann auch sagen, okay, vielleicht ein bisschen weniger gesättigt, ungefähr so sieht es eigentlich ganz gut aus. Und so kann ich mit dem Programm arbeiten und deswegen brauche ich diese unterschiedlichen Werkzeuge. Gehen wir nochmal gerade zu Photoshop. Und ich lade mir mal ein anderes Bild rein. Nehmen wir mal zum Beispiel das Bild.
Gehen wir da zurück. Sage es hier wieder, Image from PS. Damit wird das aktuelle Dokument in den 3D LUT Creator eingeladen. Und so, jetzt geht er kurz nach Photoshop, geht wieder zurück. Und dann haben wir gleich das Bild mit den aktuellen Einstellungen, was jetzt natürlich ziemlich schräg aussieht. Aber einfach mal Steuerung und N drücken. Und dann fragt er, will ich eine neue LUT anlegen? Ja, das möchte ich. So, was kann ich hier euch jetzt mal zeigen? Ich möchte einfach mal zeigen, wie leicht es ist und wie, vor allem wie präzise es ist, mit 3D LUT Creator hier Gegenstände umzufärben. Ich ziehe jetzt einfach mal einen großen Rahmen auf um die untere Bildhälfte. Das heißt, ich nehme jetzt mal alles, was so in der Nähe von Blau ist, also von Grün bis Lila, sag ich mal, nehme ich alles rein. Also bis von Türkis bis Lila. Und ihr könnt euch schon vorstellen, was passiert. Ich möchte hier das Kleid umfärben. Und das Schöne ist, ich kann jetzt nicht nur hier oben mich in diesem Grid bewegen. Und ich gehe gerade nochmal zurück. Hier kann ich natürlich auch hingehen, nehme einfach den blauen Reiter und schiebe den irgendwo hin, wo ich den gerne haben möchte. Ah, da habe ich noch nicht alles mit in der Auswahl drin. Deswegen, ich mache es nochmal gerade zurück. Ich kann auch, wie gesagt, einen ganzen Bereich markieren. Und von diesem Bereich dann... So, starten wir nochmal neu. So. Ziehe gerade mal hier wieder meinen Rahmen auf. So, da haben wir jetzt, hab ich zwei vergessen. Da ziehe ich noch schnell einen hinterher. So, jetzt haben wir sie wieder alle. Na, er mag heute nicht so, wie ich will. Jetzt haben wir sie alle. Ich kann auch hier unten über diese drei Reiter die Farbtöne hier beeinflussen. Einmal in der Luminanz. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich möchte die Blautöne heller oder dunkler machen. Seht ihr sehr schön im Bild. Gehen wir wieder zurück. Ich kann die Sättigung ändern, kann sagen, okay, Sättigung möchte ich nach oben haben. Jetzt seht ihr es nämlich auch, was dann in der Spinne passiert. Die Punkte wandern nach außen. Und was ich auch machen kann, ich kann hier über Hue einfach den Farbton ändern. Ich kann es einfach mal rotieren, dann haben wir ein lila Kleid. Oder ich lasse es in die andere Richtung rotieren, da wäre dieses Kleid türkis. Oder ne, überlegen wir mal, machen wir es vielleicht mal grün. Wie sieht es aus mit so einem grünen Kleid hier? Und dann nehmen wir die Sättigung noch ein bisschen nach unten und die Luminanz vielleicht ein bisschen heller, wollen wir das Kleid ein bisschen heller machen. So sieht es doch ganz cool aus. Nehmen wir die Sättigung noch weiter nach unten, das sieht noch ein bisschen zu künstlich aus. Und es funktioniert auch hier über den Hahn, wie ihr gut seht. Und ich kann dann jetzt zum Beispiel nochmal hingehen und sagen, im CL kann ich zum Beispiel bei der Farbe Grün, das findet alles hier in dem Tab statt, kann ich sagen, okay, ich möchte die Tiefen noch tiefer machen, indem ich das so nach unten ziehe und nehme den nach oben und mache damit dass die hellen Grüntöne noch heller sozusagen. Und damit kann ich, machen wir mal Pin Neutral, machen wir die mal ein bisschen heller und die anderen ein bisschen dunkler, so. Und damit kann ich den Kontrast zum Beispiel innerhalb des Kleides noch verstärken. Kann auch jederzeit wieder zurückgehen, kann sagen, okay, die sind noch markiert. Ist vielleicht doch ein bisschen arg blöd. Möchte ich vielleicht lieber einen Goldton haben oder einen Braunton haben für mein Kleid oder vielleicht dann doch nur eine kleine Farbänderung in ein Türkis. Und so kann ich komplette Gegenstände umfärben, solange sie sich nur deutlich genug sozusagen vom Rest unterscheiden. War hier jetzt relativ leicht, weil nichts anderes Blaues im Bild war. Aber die Möglichkeiten und eben die Fähigkeit, dass wir hier auch an so feinen Stellen hier keine Farbabrisse und so weiter reinbekommen, die sind natürlich schon gewaltig. Ich gehe nochmal kurz wieder nach Photoshop. Wir holen uns ein anderes Bild noch. Nehmen wir mal das Bild und sagen wieder Image from PS. Geht er wieder rüber und holt sich das Bild. Und was ich auch sehr oft nutze, auch hier setzen wir das Ganze mal zurück,
Ich arbeite schon mit vorgefertigten Presets und nicht Presets, mit fertigen LUTs, die dem Programm beiliegen. Und ihr findet hier oben über Window könnt ihr euch den Look Manager einblenden lassen und dort findet ihr diese ganzen. Und wenn ich jetzt mal auf Toning zum Beispiel gehe, da war einmal zu viel geklickt. Da kann ich mir jetzt hier aussuchen, zum Beispiel mal so einen klassischen Teal-Orange-Look hier mir auf mein Bild anwenden. Und dann schauen wir mal, wo hier die Hauptänderungen gemacht sind. Und die sind in einem Tool gemacht, was ich bisher noch nicht vorgestellt habe, und zwar den Channel Manager. Im Channel Manager sind die Punkte normalerweise, ich setze mal hier das Ganze zurück. Im Channel Manager sind die Punkte normalerweise hier auf in der jeweiligen Farbe verwurzelt, also ein Channel Rot, ein Grün, ein Blau, kennt ihr auch aus Photoshop. Hier kann ich aber etwas intuitiver damit arbeiten. Wenn ich also so einen Teal-Orange-Look haben möchte, dann möchte ich ja, dass zwei Farben vorherrschen. Also, was muss ich tun? Ich entferne einfach mal zum Beispiel hier das. Moment, das war jetzt ein Fehler von mir. Jetzt hatte ich gerade alles markiert. Gehen wir nochmal zurück. So, nehmen wir nur das Grüne, genau. Und schieben das mal hier drauf. Was jetzt passiert ist, wir haben nur noch zwei Farben sozusagen im Bild. Und ich kann jetzt entscheiden, okay, wenn ich das Grüne nach oben schiebe, herrschen die Gelbtöne vor. Und je weiter ich nach unten gehe, umso stärker wird das Ganze orange. Und ich habe jetzt sozusagen schon mal den Beginn eines Orange-Teal-Looks. Ich kann dann hier über Hue, kann ich das Ganze, das Verhältnis zwischen den Farben verändern. Das heißt, da wandern dann die Außen nach unten und der grüne Punkt wandert sozusagen nach oben. Und wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte, dann dreht sich die ganze gerade und die Farbverteilung. Ich blende nochmal gerade den Analyzer wieder ein. Die Farbverteilung dreht sich dann so ein bisschen, je nachdem, sozusagen in welche Richtung ich gehe, ändert sich dann die Linearität hier in meinem Bild. Und wenn wir es jetzt eben so haben, da haben wir das, was bei dem Preset jetzt schon war. Ich kann dann noch über die Sättigung sozusagen das Ganze nach rechts und links verschieben. Und das Ganze mehr oder weniger gesättigt sozusagen darstellen lassen. Und dann haben wir hier jetzt übertrieben mal den Look. Ich mache jetzt gerade nochmal hier den Look Manager und wir gehen nochmal in diesen Original Strip Look. Und, dann sehen wir, wir haben die Linie ist nicht ganz hier vorhanden, aber wenn wir den Analyzer anschauen, sehen wir, wir haben tatsächlich nur noch die Orange und die Blautöne drin in meinem Bild. Das ist genau das, was ein ja, Zwei-Strip-Look ausmacht. Also, ihr seht, wir haben eine Fülle an Möglichkeiten, wie wir hier arbeiten können. Und das Coole ist jetzt, es gibt das Ganze auch als Mobile App. Und es wird in der zukünftigen Version, ich habe hier schon die neueste Version, die noch nicht öffentlich ist, wenn ich hier jetzt wenn ich sage, der Farblook, den finde ich total genial, ich möchte den immer auf meine Bilder anwenden, kann ich auch sagen, Export und Submit Look to LUT Storage. Das heißt, ich habe einen Online-Speicher, wo meine Looks sind. Ich kann sagen, für wen soll das sichtbar sein? Sag es mal, only me. Und klicke dann auf OK. Und damit ist dieser Farblook, diese LUT-Tabelle für meine Anwendung gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt die Handy-App aufrufe, zeige ich euch gleich, kann ich genau diesen Look auch auf meine Smartphone-Bilder anwenden, was ich persönlich sehr cool finde. Also, ich hoffe, ich habe jetzt mal gezeigt, was man mit diesen einzelnen Bausteinen machen kann. Man kann noch viel, viel mehr machen, nur ich kann jetzt hier keine Stunden erzählen. Geht auf den YouTube-Kanal von Oleg
Und schaut euch da mal die Videos an. Die sind alle sehr gut verständlich, wenn auch in Englisch. Ansonsten, wenn noch Fragen sind, sehr gerne. Und zum Abschluss zeige ich euch jetzt gerade nochmal das, was in der Mobile App noch möglich ist. So, ich bin jetzt hier in der Mobile App und ich öffne mal gerade die Galerie. Schau mal, dann suchen wir uns mal hier ein Bild raus und öffne das. Ich kann es wie in vielen anderen Bildbearbeitungen auch. Ich kann sagen Brightness, möchte ich heller, möchte ich dunkler haben. Ich kann den Kontrast ändern, ich kann den Weißabgleich ändern, Tint, Sättigung und so weiter. Tonemapping ist sozusagen Tiefenlichterausgleich. Wenn ich den nach oben ziehe, kriege ich mehr Zeichnung in die Tiefen und in die Lichter. Mit Texture, das ist sowas wie die Klarheit sozusagen in Lightroom. Da kann ich auch ein bisschen nach oben gehen. Ich könnte schärfen, kann Rauschen reinmachen, kann eine leichte Vignette reinmachen und so weiter und so weiter. Also ich habe alle Möglichkeiten, wie ich sie mit anderen Bildbearbeitern auch habe. Plus, ich gehe ich mal hier hoch, ich kann hier 3D-LUTs auf mein Bild anwenden, und zwar auf mein Smartphone-Bild. Wenn ich jetzt mal auf Editors Pick gehe, schauen wir mal, was wir da haben. Zum Beispiel hier, wie sieht der TSL-Film aus? Eigentlich auch ganz cool. Ich kann dann jetzt hier noch sagen, okay, wie stark soll diese LUT-Tabelle auf mein Bild angewendet werden, zum Beispiel so, oder ich möchte es eher Soft Pastell haben oder Bronze oder extrem Teal and Orange. Das sieht schon sehr ungesund aus. Aber auch hier kann ich ja sagen, ich gehe noch ein bisschen nach unten oder ich gehe nochmal hier zurück. Hier gibt es noch den Tab, ne? My Own LUTs. Und da findet ihr jetzt schon zwei drin. Ich habe das Programm gerade erst installiert. Da finden wir zum Beispiel diesen einen Strip-Look oder eben auch hier so einen zweiten. Auch hier kann ich sagen, okay, ja, das ist schon ganz cool. Aber jetzt möchte ich nochmal die Farbe noch ein bisschen wärmer machen. Gehen wir nochmal auf die White Balance und verschieben die nochmal so ein bisschen nach oben. Vielleicht auch die Helligkeit noch so ein bisschen nach oben. Und schon habe ich einen coolen Look auf meinen Bildern. Also wie ich finde, also zumindest für jemanden, der gerne mit Farblooks arbeitet, ein geniales Programm. Und ich finde es cool, dass diese Mobile-App gibt es kostenlos dazu. Man braucht auch die Desktop-Variante nicht dazu. Ich kann das also auch nutzen, wenn ich das Programm nicht habe. Da habe ich halt nur nicht die Möglichkeit, mir hier sozusagen eigene LUT-Tabellen auf mein Smartphone zu laden, sondern muss ich halt mit dem arbeiten, was mir zur Verfügung steht. Aber ihr seht, hier ist eine ganze Menge drin. Hier sind auch von Usern sozusagen gestaltete LUTs drin. Sind, habt gesehen, verschiedene Schwarz-Weiß-LUTs sind drin hier. Also da ist schon von Haus aus sehr viel drin, was ihr nutzen könnt. Und deswegen von mir einen dicken Daumen nach oben, deswegen auch nochmal dieses Video. Und ja, jetzt zum Schluss habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch. Ich habe es euch ja versprochen, wer bis zum Schluss durchhält, der kann noch was gewinnen. Und zwar haben der Oleg, das ist der Entwickler von 3D LUT Creator, und ich uns überlegt, wir machen einen kleinen Fotowettbewerb auf Instagram. Und was müsst ihr tun? Ganz einfach, ihr müsst Bilder hochladen mit dem Hashtag AHAFOTO3DLC. Also ich blende es auch unten nochmal ein, damit ihr den genauen Hashtag habt. Und Oleg und ich werden dann einmal pro Woche das Bild der Woche ziehen. Wir lassen den Wettbewerb über 4 Wochen laufen, und das Gewinnerbild der Woche wird auf meinem Kanal gefeatured. Das teile ich dann gerne mit Verlinkung des Kanals. Und am Ende der 4 Wochen wird aus den 4 Gewinnerbildern dann das letztendliche Gewinnerbild gezogen, und derjenige bekommt dann eine volle Lizenz von 3D LUT Creator. Also haut rein, ich bin gespannt auf eure Bilder. Ich freue mich drauf, die besten auszuwählen. Ja, und jetzt Feuer frei.